Herzlich willkommen live am Piers Bienenstand. Wir sind schon wieder nicht bei der Pia, sondern mal wieder bei der Susanne. Hallo Susanne, Pia ist da, Laura ist nur am Chat und schreibt, die musste noch arbeiten und ja, ist da irgendwo. Ich bin Martin, halte hier so eine Kamera und den Rest darf Pia erzählen. Jo. So. Hallihallo, schönen guten Abend. Hallo Susanne. Hallo Pia. Die Susanne wollte mich schon füttern, aber wir müssen erstmal was arbeiten. Ja. Wir wollen ja heute Königinzellen verschulen. Hoffe ich mal, dass was zum Verschulen ist. Da lese ich mal ganz kurz. Wir beeilen uns, weil die Susanne hat noch was ganz Nettes vorbereitet gleich. Hier hat jemand dem Gerhard geschrieben, da möchte jemand Königin mittels Sammelbrutableger ziehen. Also so, wie wir es hier mit dir gemacht haben. Am Tag X plus 9 Nachschaffungszellen gebrochen, dann ein Zuchtrahmen mit 20 belarvten Nikotnäpfchen eingehängt. Am nächsten Tag waren nur 5 angenommen, dann nochmal ein Rahmen mit 10 Näpfchen eingehängt. Also ich hoffe, das war derselbe Rahmen und da hat man einfach nochmal was draufgepackt und nicht noch eine Wabe rausgenommen. Dann waren schließlich 11 weiße Zellen angenommen. Okay. Man muss das Umlarven ja auch erst lernen. Wenn es daran lag, dass relativ wenig angenommen wurden, ist es ja nicht schlimm. Es wird ja immer besser. Heute nun war die Zeit, die Königinzellen zu verschulen, was wir heute bei der Susanne machen wollen. Und wir mussten feststellen, dass ausnahmslos alle zurückgebaut worden sind. Was haben wir falsch gemacht? Hätten wir in den Sammelbrutableger noch Pollenbretter einhängen müssen oder Futterteig geben? Können Sie uns eine Erklärung geben, damit wir den Fehler nicht nochmal machen? Was meint denn die Susanne? Oh je, das ist ja genau das Drama, das ich auch mal erlebt habe. Ich habe keine Ahnung, Pia. Aber Pollenbrett? Nein, Pollenbrett. Futterteig? Nein. Genau, also weißt du schon was? Pollenbrett, Futterteig braucht ihr überhaupt nicht um die Zeit. Das braucht man auch nicht im Juni und das braucht man auch nicht, wenn man Sammelbrutableger allein für neue Königinnen, die man ja im Herbst braucht, um die Alten zu tauschen in den Wirtschaftsvölkern, also relativ spät im Jahr macht, braucht man auch kein Pollenbrett und auch keine Futterwabe, keinen Futterteig. Da sind ja jede Menge arbeitsloser Jungbienen drin und die schaffen es meiner Erfahrung nach, fast überall in Deutschland, ich war noch nicht überall in Deutschland, deswegen muss ich fast sagen, überall wo ich war, in Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Niedersachsen-Grenze, finden sie auch spät im Jahr ausreichend Pollen und Nektar, sodass sie sich über Wasser halten können. Dieses Jahr haben wir eher das Problem, dass alles komplett vollgehauen ist mit Nektar und mit Pollen. Ja. Bloß nicht noch zusätzlich was geben. Wenn sie erst angenommen worden sind, die Zellen, und dann plötzlich alle wieder ausgefressen, dann deutet das auf ein unschönes Ereignis hin. Jetzt fängt es an zu regnen, deswegen sage ich es ganz schnell. Entweder es wurde eine Nachschaffungszelle übersehen beim Brechen, dann ist die jetzt geschlüpft und sorgt dafür, dass alles andere ausgefressen wird. Oder, das haben wir ganz kurz letztes Mal angerissen, es könnte eine Jungkönigin von irgendwo vom Hochzeitsflug zurückgekommen und versehentlich im Sammelbrutableger gelandet sein. Dann führt das auch dazu, dass die ganze Zuchtlatte ausgefressen wird oder sogar ein Schwarm abgeht. Eine Ausnahme gibt es noch, das ist allerdings sehr, sehr selten und da bitte ich jetzt keine Panik zu kriegen, weil es ist wirklich selten. Hat mir aber einer im Kurs in Bonn, den wir letztens aufgelöst haben vor ein paar Tagen, haben wir da unsere Sammelbrutableger aufgelöst und da kam auch jemand sehr motiviertes, der ganz enttäuscht war, weil genau das passiert war, was hier beschrieben wurde, eben die ganzen schönen angenommenen Zellen auf der Zuchtlatte waren plötzlich kaputt. Die waren in einem frühen Entwicklungsstadium in der Zelle verreckt, also die waren nicht zurückgebaut, sondern die waren einfach in der Entwicklung verreckt, die Königin. Das habe ich auch manchmal, allerdings sehr selten, nur alle paar Jahre mal und meistens nur bei einer einzigen Zuchtlatte in einem Sammelbrutableger. Und da ist zu vermuten, das ist aber wirklich nur eine Vermutung, das müsste man erstmal eruieren, ob das stimmt, dass sie vielleicht von irgendwo ein Gift eingetragen haben. Er hat auch bestätigt, er ist in der Nähe einer Baumschule und ich weiß nicht, was dann da manchmal angewendet wird. Wenn gerade die Läuse wieder auf den schönen Weihnachtsbäumen wüten, kann schon sein, dass da mal was gegen Läuse gemacht wird. Bei den Bienen merkt man überhaupt nichts, aber es kann sein, dass es eben die Königinnen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Aber so wie ich das hier eben gelesen habe, sind die nicht in der Entwicklung unterbrochen worden, sondern die sind ganz zurückgebaut. Und das spricht dann eher dafür,
dass da irgendwie eine Jungkönigin drin ist oder keine Ahnung. Also es ist ein behebbarer Fehler. Da müssten dann ja jetzt irgendwann mal Stifte zu sehen sein. Dann müsste irgendwann demnächst entweder Stifte zu sehen sein, wenn sie einen Hochzeitsflug macht. Bei dem Wetter macht sie keinen Hochzeitsflug. Ich würde es durchaus nochmal versuchen, wenn ihr zu faul seid, direkt nochmal die Zuchtlatte zu belarven. Dann erst eine Weißelprobe reinhängen. Nach 3-4 Tagen sieht man ja, ob sie Nachschaffungszellen auf der Wabe gezogen haben. Und dann lohnt sich's, nochmal die Zuchtlatte zu belarven. Wenn sie keine Nachschaffungszellen anziehen, dann weiß man ja, was da drin los ist. Dann muss man halt die Königin suchen. Oder es wird ein Monsterableger. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. Ja. Der Felix schreibt, mir ist eine Königin im Sammelbrutableger geschlüpft. Er hat wohl eine Schwarmzelle übersehen. Oh. Wie kann er vorgehen? Aha, ist der Sammelbrutableger schon belarvt oder müsst man jetzt wissen? Ja. Wenn der jetzt schon belarvt wäre, würden die wahrscheinlich dann die Larven nicht annehmen. Alles, ne? Genau, dann nehmen sie die einfach nicht an oder sie machen die Zuchtlatte kaputt. Oder ist es kurz vorm Schlupf der Königin? Da kann man natürlich überlegen, mache ich mir die Mühe, die Königin zu suchen? Also wenn ich keine Lust habe, sie zu suchen, und es ist eh schon relativ weit in dieser Entwicklung, also der letzte Schritt mit Aufteilen von Ablegern, dann würde ich es eher so machen. Wir haben, glaube ich, hier auch schon gezeigt, jetzt habe ich sie natürlich nicht in der Hosentasche, diese kleinen Näpfchen von Nikot mit dem dran geklebten Büroklammer. Zeige ich auch am Samstag. Am Samstag kann sich jeder zuschalten, der will. Da haben wir ausführlich Zeit, umlarven, den Schritt 2, den wir letztes Mal hier bei der Susanne gemacht haben, mit mehr Publikum, mit Leuten, die da am Umlarven sind. Da fallen mir dann immer noch Sachen ein, die ich dann so vergesse, wenn ich es jetzt selber mache. Da zeige ich auch die Näpfchen. Also wenn die Königin, wenn quasi der eigentlich schon zum Auflösen ist, wie hier in 4 Tagen oder so, dann würde ich den auflösen in Begattungsableger und jedem halt 2-3 von den Näpfen reintun und dann ist gut. Und dann muss man die Königin auch gar nicht suchen, weil sie ist dann in irgendeinem mit drin und ist mir dann wurscht. Schöner wäre es natürlich, man fände sie hier drin. Ich habe dafür den Gerhard. Der hat mir heute bei einem Sammelbrutableger, wo ich nicht sicher war, ob ich vielleicht eine Königin reinquartiert habe, tatsächlich keine Nachschaffungszellen. Es ist Tag 5, glaube ich. Also da müssten schon Nachschaffungszellen da sein. Und Gerhard hat hoffentlich heute die Königin gefunden und gekäfigt. Und dann kann das jetzt im Weiteren ablaufen, wie es ist. Ah, der Martin fummelt, der... Susanne hier, ja, am Mikro. Ich musste nur mal kurz das Mikrofon richten. Ach, da fällt mir ein. Hallo Laura. Genau, Laura schreibt schon fleißig im Chat. Ah, wunderbar. Ich habe für Martin und Laura und Gerhard und so übrigens hier ein ganz süß Ostpaket. Das passt dazu, dass ich letztes Wochenende noch in Berlin war. Und zwar ist das der Aaron gewesen. Der Aaron ist ganz unerwartet beim Einsteigerkurs aufgetaucht am Sonntag, den wir hatten, und hat auch den Hohenstein unsicher gemacht, wo ja jeden Sonntag in Witten Hohenstein der Gerhard am Lehrbienenzentrum ist, und hat uns dieses sehr schöne Paket mitgebracht. Ja, danke schön. Ist das nicht nett? Aus Meißen ist er. Ich kann sagen, jede Menge Süßigkeiten, aber dahinter verbirgt sich auch ein bisschen was nicht Süßes. Da ist Wurscht und so. Wurscht. Wurscht. Ich musste eins schon rausnehmen, weil ich heute so Hunger hatte. Ja, aber dafür ist es doch alles gut. Dafür ist noch genug drin, gell? Pia, die Anne schreibt, im Bienenjournal hättest du letztens geschrieben, dass man frühestens 10 Tage und spätestens 12 Tage nach dem Umlarven verschulen sollst. Heute machen wir nach 7 Tagen. Ui, was ist denn da wieder geschrieben worden? Nicht von mir. Also ich hätte jetzt sogar gesagt, du sagst, 9 Tage später soll man verschulen. Spätestens 9 Tage nach dem Umlarven wird verschult. Spätestens 9 Tage. Ja. Weil am Tag 10 könnte schon jemand schlüpfen. Das exerzieren wir am Samstag durch. Also kommenden Samstag in 4 Tagen besprechen wir das. Dann nerve ich die anwesenden Kursteilnehmer mit Rechenaufgaben, um genau über sowas nicht zu stolpern. Spätestens 9 Tage nach dem Umlarven müssen die Verschulkäfige drauf, dass nichts schlüpft auf der Zuchtlatte und das andere alles kaputt macht.
Davor kann man natürlich auch verschulen, was in allen Büchern steht, dass die Königin in einem bestimmten Zeitfenster total empfindlich sind und dann darf man noch nicht mal laut husten in der Nähe einer Zuchtlatte, ist völliger Quatsch. Man kann sie jederzeit verschulen. Sinnvoll ist es natürlich, dass die Zellen zu sind. Wenn die Zellen noch offen sind, dann müssen die noch gefüttert werden. Auch das haben wir probiert. Dann kann man den offenen Verschulkäfig drüber stecken. Das ist allerdings überhaupt keine gute Idee. Haben wir zum Beispiel ausprobiert, offener Verschulkäfig drüber stecken, da können die Bienen ja hier unten rein, dann sind ganz winzig kleine Schrumpfgermanen rausgekommen. Also Ui. Das wird nichts, die sind da nicht gut versorgt. Aber sobald die Zelle verdeckelt ist, kann man natürlich den Käfig drauf machen. Ich mache es trotzdem rein rechnerisch, erst kurz bevor sie schlüpfen, weil ich ja Begleitbienen mit rein tue und die sollen ja fit sein. Und warum man, müssen wir mal wieder eine Hausaufgabe, nee, das wissen inzwischen alle, oder? Warum man Begleitbienen rein tut. Ihr könnt ja mal was. Also schreibt es in die Kommentare, gerne mit Hashtag Hausaufgabe, wenn ihr wisst, warum da ein paar Begleitbienen reingehören. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, und die Anne kann ja vielleicht mal den Link zu dem Bienenjournal-Artikel in den Chat packen. Dann können wir da mal nachgucken, was da. Manchmal passiert es ja auch. Dass man so einen Artikel schreibt und dann arbeiten da noch 5 andere Leute dran und zack, steht da was Falsches drin. Wobei das eigentlich der Malte macht, der eigentlich genau weiß, was Sache ist, wo das eigentlich also nicht passiert. Da kann ich mich eigentlich drauf verlassen. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ui, hier haben wir es aber sehr schön verkünstelt. Ich habe einen relativ weichen Besen. Was ihr nicht machen dürft, ist, dass ihr jetzt die Bienen abschüttelt. Weil dann rutschen die Königinnen vom Futtersaft oder, falls sie schon verpuppt sind, kriegen sie einen Dachschaden. Oh, die Anne schreibt, sie hat falsch gelesen. Es steht 9 Tage. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schockschwere Not. Und es gibt wohl gerade noch heiße Diskussionen um den kristallisierten Rapshonig in den Waben und ob man den denn da irgendwie rausbekommt. Wahrscheinlich schwierig, oder? Honig interessiert mich eher peripher. Nein, wir machen vielleicht mal demnächst nochmal eine Honig-Folge. Also ich kenne keine gute Methode, um kristallisierten Rapshonig rauszukriegen. Das Ganze mit nass machen und aufreißen und umtragen lassen und so weiter ist eine Höllensauerei. Mhm. Und ich nehme den dann lieber als Futterwaben. So, Pia, du hast jetzt ein Messer erhitzt und schnitzt jetzt ein bisschen. Und das ist wirklich verblüffend, obwohl wir ja gegen den Verbau eine zweite Zarge untergesetzt haben. Haben sie trotzdem verbaut. Aber es sieht gut aus. Es ist kein Honig eingelagert. Wenn Honig eingelagert ist, Vorsicht, deine Kamera. Ja. Ach so, wenn Honig eingelagert ist, dann ersticken die meistens in den Zellen. Aber so ist gut. So. Sag mal, Pia, ich habe am Sonntag das ja einmal geprüft. Und hätte ich da dann auch schon verschulen können? Da waren die ja alle verdeckelt, die Zellen. Heute ist Dienstag. Ja, hättest du machen können. Okay. Allerdings weiß man dann nicht, ob die eingesetzten Begleitbienen, die aus einem gewissen Grund ja wichtig sind, ob die das überleben. Okay. Weil die werden ja nicht so arg alt. Mhm. Deswegen mache ich es relativ kurz vorher. Dann hättest du aber etwas weniger Verbau. Mhm. Ja, da gab es noch keinen. Siehst du, die haben dich gesehen und dann haben sie beschlossen, so, jetzt bau mal. Hier. Wird jetzt gegengebaut. Warum hast du denn geguckt am Sonntag? Na, ich war neugierig. Immer diese Neugier. Ja, wahrscheinlich hast du sie dann so geschüttelt. Nein, ich habe das total sanft gemacht und vorsichtig, natürlich. Ich würde nicht groß gucken. Mach einfach noch ein paar Sammelbrotableger, dann hast du keine Zeit zum Gucken. Ja. Draußen stehen 3 zweizagige, die ich heute gemacht habe. Okay. Und ich bin so im Delirium, dass ich einen vergessen habe, das Flugloch zuzumachen. Oh nein, ich dachte, wo sind denn die ganzen Bienen her in meinem Auto? Die sind aber zutraulich. Und dann sehe ich,
Aber die meisten sind noch drin, sehr brav. Wahrscheinlich ist ihnen nur schlecht gewesen. Sie mussten raus zum Brechen. Wegen deinem Fahrstil. Wegen meinem Fahrstil. Uiuiui. Eine andere Laura fragt noch, gibt es auch Wildbau, wenn man die Nikot-Halterung direkt aneinander setzt? Ja, gibt es auch Wildbau. Wobei sie dann nicht so schöne Klumpen machen können, wie jetzt bei der Susanne, sondern dann ist es eher so ein durchgängiges. Da hat man die gleiche Schnitzarbeit und mehr Zellen freigeschnitten. Ah, es war gar keine andere Laura, sondern Laura hat gefragt. Ah, die Laura. Weil, quasi zugeben, dass dieses Geschnitze mache ich meistens. Und dann kriegt Laura das gar nicht mit, wie schlimm das alles verbaut ist. Oh Mann, Laura, kannst du mal mir verraten, wie ich meinen Mann dazu bringe, dass er sich hier auch mal aktiver... Nein, er hilft ja. Aber heute habe ich gesagt, er muss jetzt unbedingt mir mal helfen, Rähmchen nach Hause zu fahren, weil wir brauchen Mittelwände und ich habe keine Zeit, die vom Lager nach Hause und hin und her und er muss mal ein bisschen her. Wahrscheinlich macht er das gerade, weil er ja wieder nicht dabei ist. Ja, ja. So. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Ja, ich muss mal irgendwie hier gucken, dass ich das einfangen kann. So. Ja, kann ich dabei helfen? Ja, du könntest mal die Dinger hier Arbeitsplatz eingerichtet. Okay. Hinten zumachen. Okay. So, Pia, du sammelst jetzt ein paar Bienen. Ich schopper jetzt zartfühlend ein paar Bienen rein. So viele müssten es nicht sein, schadet aber nichts. Und die Susanne hat so eine schöne Zuchtlatte gebastelt, die man so schön drehen kann hier. Nach Anweisung von Frau Aumeier, dass ich das verraten darf. Meine eigenen sehen aber nicht so schön aus. Naja. Kann ich mal welche bestellen, so 40 Stück bei dir? Okay, dann kann ich im Winter mich mal an die Arbeit machen. Aber ich möchte ganz voll hier. Ganz voll. Ich habe schon verstanden, dass ich das falsch gemacht habe. Wieso falsch? Wenn du nicht mehr brauchst, ist doch gut. Doch, ich hätte ja, wenn man schon mal anfängt, dann will man das auch richtig machen, oder? Nicht falsch gemacht. Dann will man das auch gierig machen. Gier! So, einfach ein paar Bienen hier reinschoppern, ganz zart fühlend, keine quetschen. Oh, guck mal, da unten ist auch einer, der überhaupt nicht verbaut wurde. Ja, ne? Da sind hier. Zwei hier auf der anderen auch sehr hübsch. Ja, die sind natürlich sehr schön geworden. Huch. Wir können ja zu einem winterlichen Zuchtrahmen. Workshop. Oh ja. Und die Ergebnisse werden zur Prüfung bei Pia Aumeier abgeliefert. Oh ja, genau. Die Prüfung erfolgt dann im Folgejahr in den Sammelbrutablegern. Ach ja. Gewinner kriegt eine Königin. Aber das ist irgendwie so ein Ding, die kann man jetzt so in dieser Form zumindest nicht kaufen, nee, oder? Also ich kenne bloß ganz schlimme mit so Löchern in Holzleisten und ja. Das ist für die Holzpfropfen, die glaube ich schon vor 30 Jahren out waren. Ja. So, ich muss mal einmal näher ran hier, wie du die Bienen da reinschöpperst. Du machst einfach so schwupp, schwupp und dann sind die da drin. Genau, dann ein bisschen schütteln, dann vorsichtig drehen, damit man die Zelle nicht zerbeult. Ja. Nicht zu fest schieben, sondern so ein bisschen über der Wabe, dass sie so quasi reinflutschen, ohne dass man die Füßchen drückt. Weil ja. Das mögen sie nicht. Dann würden sie losstarten und uns stechen. Schwupp. Faszinierend. Da breche ich mir ja immer die Finger bei. Ich hab das kaum groß gefunden. So, wir sind fertig. Jetzt aber der Martin hat uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wunderbar. Oh, guck mal. Martin, bist du wieder im... Ein Moment. Ja, noch nicht weg. So, jetzt. Du musst jetzt gleich sichtbar sein mit deiner schönen... Beim auf dem Boden krauchen habe ich das Kabel erwischt. Aber jetzt haben wir wieder alles. Hier kniete vor den Bienen. Genau, das ist wichtig, dass man einmal niederkniet. Vor den Bienen geht hier gar nichts. So, jetzt, jetzt sind überall so ein paar Bienen drin. Pia, können da auch zu viele Bienen drin sein? Also wenn man ganz voll stopft, so mit 8, 9, 10 oder so, dann hat die Königin, Moment, ich mache dir hier ein bisschen Platz, dann hat die Königin Schwierigkeiten häufig,
Da ist mir schon passiert, dass es dann doch aufgefressen haben. Und was dem Schlupf und dem Wohlergehen der Königin nicht zuträglich ist, ist, wenn da 5 Männer drin sitzen. Oh. Dann haben sie echt ein Problem. Ja. Aber hier sind nicht viele. So, jetzt schön gerade einhängen. Du hattest dir jetzt gerade schräg da stehen. Ja. Könnte durch das Kippen der Zuchtlatte sozusagen die Königin nicht auch vom Futter abrutschen? Also die sind ja überwiegend jetzt verpuppt und solange man nicht schüttelt, ist es offensichtlich völlig wurscht. Wenn man eine normale Brutwabe zieht, selbst wenn man die schüttelt, liegen die Larven im Futtersaftsee ja nicht auf dem Boden, sondern an der Wand. Und die werden wahrscheinlich schon so ein bisschen beim Schütteln auch nach unten rutschen und es macht offenbar nichts. Also wenn kein Ruck ausgeübt wird, ist es kein Problem. So auf die Seite drehen ist kein Problem. Ja. So, es gibt ja einen neuen YouTube-Kanal am Bienenhimmel oder so. Das Bieneninstitut Celle. Ja. Wunderbar. Können wir da was zu sagen? Oder, Ich habe noch keine Zeit gehabt zu gucken. Ich weiß nur, es ist von der Franziska Odemar. Genau, gestaltet. Wir machen hier mal so einen Link genau, hin. Genau, und die kennen der ein oder andere vom Kanal Franzibi. Der war ja immer sehr sehenswert. Und der ist wohl geschlossen. Und sie ist jetzt am Bieneninstitut Celle angestellt, auch dort für Imkerberatung und hat damit, ich glaube, ist das erste Bieneninstitut, was so richtig professionell auf YouTube euch regelmäßig mit Infos versorgen will. Also die haben interessanterweise gesehen. Auch so ein, hier eine, also Franzi hat so eine Zuchtlatte belarvt und hat da ausprobiert. Es gibt wohl irgendwie manche Imker, die sagen, dass die frischen Näpfchen erst in einem anderen Volk so angefressen werden müssen. Ja, das hat die ausprobiert, genau. Genau, dann haben die das ausprobiert und tatsächlich wurden diese erst in einem anderen Volk quasi angearbeiteten Näpfchen schlechter angenommen als die frischen. Und also das deckt sich auch mit ihrer eigenen Erfahrung, sagte eben Franzi in dem Video, dass sie also auch, wenn sie das normal macht, immer nur frische nimmt, genauso wie du das auch machst, Pia, ne? Frisch aus der Tüte. Das ist auch, wenn ihr die Zuchtlatte nachsetzt, was wir gerade in der Nachricht gelesen haben, wenn ihr einen Tag nach dem Umlarven seht, dass nicht alle angenommen sind. Wir haben da jetzt drauf verzichtet, weil sie mit 14 zufrieden ist, ist alles gut. Wenn ihr einen Tag noch mal später nachlarvt, nehmt ihr die geleerten Näpfchen unbedingt raus und schmeißt die weg und steckt dafür wieder neue rein mit neuen Larven. Nicht die gleichen Näpfe, die ja eigentlich schön leer da drin stecken, noch mal belarven, weil meiner Erfahrung nach nehmen sie die sehr ungern. Das kann natürlich ein kritischer Punkt gewesen sein bei meinen schlimmen Erfahrungen. Ja. Man kann einige Sachen falsch machen, im Durchschnitt weniger falsch als bei manch anderem Königinnenaufzucht-Variante, aber es sind schon noch Fehlerquellen. Ja. Aber da kann ich dich trösten. Ich habe die sehr geschätzte Angelika aus dem Bergischen Land, die ist beim BZV Bechen ganz aktiv, die Hummelmama, sage ich immer, weil sie ganz viel zu Hummeln nicht forscht, aber auch beobachtet und ganz tolle Sachen erzählt. Wir besuchen sie mal irgendwann. Und die Angelika hat angefangen und war ähnlich frustriert wie du. Und dann kann ich mich erinnern, hat es 2-3 Jahre gedauert. Sie scheint alle Fehler mal gemacht zu haben, die man überhaupt machen kann. Hat es aber dann immer gefunden und jetzt klappt es perfekt. Also man muss nur auf so ein paar Dinge achten. Ja, und jetzt gibt es ja auch diese YouTube-Videos, einmal eben mit dem Sammelbrutableger, mit verschiedenen Leuten und dann eben auch hier. Das heißt, man kann das jetzt einfach in der Folge immer wieder nachschauen. Und vor allen Dingen auch dieser Beitrag von der Franzi, den fand ich ganz gut. Also, und da gibt es schon mehrere jetzt? Ja, es gibt insgesamt 4, also eine Welcome und es gibt auch einen sehr schönen über Wildbienennisthelfen, den ich wirklich gut fand. Wir haben den schon sofort verlinkt, weil der auf eine sehr, sehr schöne und gute und sinnige Art und Weise wichtige Sachen erläutert und erklärt. War cool. Und einen Schwarm haben sie gefangen. Genau. Mit Einsprühen und so. Das spare ich mir ja meistens. Vortanzen. Ja, genau. Ja. Das Einsprühen brauchen wir ja nur, um dem Publikum ein bisschen Show zu bieten oder so. Genau. Ja, super. So,
Apropos Wildbiene, werden wir gleich jetzt noch was machen. Jetzt haben wir noch, wann hast du den bestellt, den Herren? Boah, der müsste so in wenigen Minuten eintreffen. Ich habe keine Uhrzeit, ich versuche das nur herauszukriegen. Wir haben Martin, in 4 Minuten ist er hoffentlich hier. Ja. Aber wir haben ja da auch schon ein bisschen was anderes, was wir noch mal erzählen können. Hast du eine Frage hier? Genau, ich gucke mal gerade hier noch kurz, haben wir noch was zu Samstag den... Am Samstag geht es mit Umlarven, wer es noch mal angucken will, mit Publikum. Genau, hast du heute dein Klemmbrett dabei, wo www.piaumeier.de draufsteht? Nee. Ich habe nur an den Fresskorb gedacht und dann. Das ist ja wichtig. Also, für den Völkervermehrungskurs könnt ihr hier unten klicken: www.piaumeier.de. Mhm. Da gibt es Infos zum Völkervermehrungskurs und da gibt es den nächsten Teil am Samstag. Hallo Manfred. 16 Uhr? 14 Uhr? Ich, steht auf dem Zettel. Steht auf dem Zettel. Gut. Oh, jetzt quatscht mir die Susanne hier rein. Jetzt muss ich mich ganz kurz ausschalten. So, hier stehen schon wieder so viele Dinger, ne? Sind ja, noch die mehr Susanne Ableger hat geworden? Jungvölker gemacht, bis die Schwarte kracht. Die hat ja sehr schöne Völker bei sich zu Hause stehen und hat einfach aus Brutwabenablegern auch schon Jungvölker gemacht. Aus einem braven Volk ist es ja das Einfachste. Und sie, oh, ich darf gar nicht sagen, du verkaufst die auch, aber nicht die Anfragen hier jetzt. In der die sind schon alle reserviert. An unsere Jungimker, auch aus Duisburg, die in unserem Einsteigerkurs sind, da habe ich Bestellungen, die reiche ich dann an die hoffnungsfrohen Ex-Jungimkerinnen weiter, weil die betreuen die Jungimker viel besser als ich. Keine Ahnung, ich kann, Super, wunderbar. Und jetzt haben wir einen Special Guest heute noch. Jetzt ziehe ich mich zurück und du erzählst. So, jetzt, guck mal, brauchen wir hier noch ein Mikrofon? Oder, ich könnte das da, Nee, ich habe hier, ich hab. So, guck mal, ich stecke dir mal kurz hier ein Mikrofon an, dann hören wir dich auch, wenn du was uns erzählst hier. Hallo. Hi. Hallo Manfred. Hi. Susanne. Tag. Ja, also ich habe gestern Abend ein Foto von der Verena Higus von der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet bekommen, was in mir den sofortigen Impuls ausgelöst hat. Und zwar, was ihr hier seht, ist ein Mistblock. Ich gehe mal noch auf eine andere Abbildung. Gleich sehen wir deine privaten Fotos hier. Nein, ich habe da keine. Das hier, Susanne im Bade. Gibt es da nicht ein Foto? Nein, gebadet ein Bild in Bienen. Von Corinne. Also, das hier ist ein Nistblock, den die Verena bei sich zu Hause eingerichtet hat. Und wenn man das jetzt groß sieht, ich versuche mal, dann sieht man hier die kleinen Kamine von der Schornsteinwespe. Ich finde das so sensationell. Also, ich kriegte gestern Nacht diese Fotos mit, guck mal, was ich hier habe. Habe sofort mit, ich will das auch sofort haben, reagiert, habe eine nächtliche Recherche gemacht und herausgefunden, dass ich bei der Firma Kleitec einen Baustoff aus Lehm bekommen muss, dass ich da irgendwie dran kommen muss, habe nachts eine E-Mail abgeschickt. Übrigens, diese Informationen findet man in einem BUND-Flyer, den ich nicht habe. Habe also eine nächtliche E-Mail abgesetzt, kriege heute Morgen von Manfred, den ich jetzt gerade hier kennenlerne, Manfred Blechschmidt aus Duisburg-Rummeln-Kaltenhausen einen Anruf. Ja, er habe den. Und dann habe ich mit ihm am Telefon sofort besprechen können, dass er eben zur Gerhild kommt, also zur Gärtnerei Diamant. Er kennt die Gerhild. Mir einen Sack von diesem Kleitec. Guck mal hier, diesen großartigen Sack Kleitec. Guck. Ich komme. Martin. Man kann, man kann den auch von Weitem gut sehen. Ja, aber das ist doch, das muss, wir gehen in die Knie. nicht aufmachen, das muss in mein Auto kommen. Und das Großartige ist, der Manfred hat, ja dann gut, gleich. Der Manfred hat zugesagt, man kann das bei ihm bestellen, auch in kleineren Mengen. Das ist jetzt 25 Kilo, aber was die Verena da in dieser Box verbaut hat, sind glaube ich tatsächlich nur 2,5 Kilo. Und sie hat das noch mit Sand gemischt. Wir werden jetzt also auf unserem Duisburg-Summt-Facebook-Account, auf der Webseite von Duisburg-Summt und Kanzgarten nochmal erklären, wie man das genau macht. Aber ich glaube, relativ viele Leute wissen das, nur ich wusste es nicht. Und Manfred, zeig doch mal. Und du hast gesagt, dass du dich da auch etwas mit auskennst. Ja, also ich habe hier in Rumeln einen Naturbaustoffhandel. Also eigentlich Handel und für Kunden zwar nicht am Verarbeiten, alles, was mit ökologischem Bauen zu tun hat. Und in dem Zuge habe ich ganz viele Imker, die holen hier, ich sag mal, für ihre Beuten zu streichen, auch natürliche Farben, Lasuren,
den einen oder anderen, der auch Lehm bei mir holt, oder Holzfaserdämmplatten, um den oben als Deckel, als Dämmung drauf zu machen, habe ich eigentlich ganz viele Imker, die ich als, ich sag mal, kleinen Kundenstamm habe. Und ich finde das selber auch sehr gut. Bist du denn auch Imker? Nee, noch nicht. Durch Corona. Corona-bedingt fanden ja hier im Bienenmuseum auch keine Kurse statt. Mhm. Aber ich hatte Bienenstöcke bei mir stehen, aber das waren nicht meine, die waren vom guten Freund. Mhm. Die sind dem leider über Winter alle. Oh, der kann dann gleich auch nochmal in den Kurs kommen. Aber wenn wir jetzt so einen Draht haben, vielleicht kriege ich ja mal meinen Bienenstock, weil ich auch einen recht wilden Garten bei mir im Geschäft habe. Da fühlen die sich eigentlich auch alle wohl. Ja. Okay, also du hast einen Baustoffhandel für natürliche Baustoffe. Genau, und das ist jetzt eben so ein speziell geeigneter. Also das ist normalerweise ist das ein Putz, um, ich sag mal, unverputzte Wände mit Lehm zu verputzen, weil Raum ja ganz viel raumklimatische Eigenschaften hat. Kann ich den einmal so ein bisschen kippen? Da steht sogar drauf, DIN 18947. Ja, ist hier alles standardisiert. Ja. Und das soll eben der Lehm-Oberputz fein 06 sein, sagt der BUND. Mhm. Ah, okay. Also es soll dieses sein. Es gibt ganz viele verschiedene davon. Ne? Also ja. Man hat das glücklich gefunden und dann steht man davor, dass es ganz viele verschiedene Sorten gibt. Und wie wirst du das jetzt mischen? Verrat doch mal kurz. Also das wird mit Sand wohl noch gemischt. Wie das genau geht, weißt du das? Der muss zumindest gut pampig klebbar sein. Ne? Weil man darf auch nie zu viel Sand reinmachen, sonst verliere ich auch die Klebekraft vom Lehm. Okay. Und das ist ja ein ganz feiner Lehm. Die hat als Faser eine Flachsfaser zur Armierung, weil der soll ja auf der Wand, wenn der verputzt ist, auch nicht reißen. Deswegen hat er so eine ganz kleine natürliche Faser drin. Jetzt muss man da reingucken. Ich habe einen Sack im Auto, dann können wir ihn dann reintun. Ja, das kriegen wir schon hin. Also die eigentliche Verwendung davon ist was anderes. Und jetzt gibt es eben unter anderem vom BUND gibt es die Empfehlung, okay, damit kann man eine Wildbienen-Nisthilfe bauen. Genau, und der Hintergrund ist der. Also ganz wichtige Nistflächen sind die Lösswände. Mhm. Das ist ein spezielles Material, was in bestimmten Regionen vorkommt und was aber in keinem Fall dort entnommen werden darf. Das heißt, wie komme ich denn da dran, wenn ich sowas auch anbieten möchte, weil bei uns in unserem städtischen Kontext eben alles nicht mehr geeignet ist. Strukturarm, nicht mehr die richtigen Angebote da sind, die natürlichen. An einem Fluss oder sowas würde sich so eine Lösswand bilden zum Beispiel. Ja. Und ja, okay. Und wir haben jetzt gerade im Kantpark, werden ja jetzt die Wiesen extensiv gemäht. Mhm. Und seit Samstag gibt es dort auch eine Dokumentation, also sind Robin und Verena für die Dokumentation der Insekten, das macht ja Robin, und die Verena für die Dokumentation der Pflanzen zuständig und sind eben im ersten Durchlauf dort gewesen. Und was wir gesehen haben, ist, dass zum Beispiel ein Hund einfach so ein tieferes Loch ausgeschachtet hat. Das muss ein Hund gewesen sein mit einer Stallwand. Ja. Das ist nur so klein. Ja. Das ist komplett besiedelt. Okay. Also auch dieser kleine Raum ist, wenn man jetzt nicht den absolut sandigen Boden hat, offensichtlich ein wichtiger Raum, ne? Um sowas herzustellen. Also da kenne ich mich noch nicht so richtig aus. Wenn man so eine richtig große Wand macht, dann kommt ein Bienenfresser, oder? Dann kommt ein Bienenfresser. Also wir haben hier den Ameisenwolf bei der Gelddiamant. Also es gibt hier den Ameisenwolf, der da hinten im Gewächshaus schon seit Jahren wohnt. Was ist denn der Ameisenwolf? Der Ameisenwolf macht eine Röhre in dem Boden. Ist es ein Insekt? Es ist kein Wolf, sondern es ist ein Insekt. Ach, der kommt kräftig. Das ist ein Martin-fressen Ameisenwolf. Ja, genau. Ich kriege schon Angst und überlege, ob ich vielleicht lieber... nein. An dir ist zu wenig dran. Also, der Ameisenwolf ist ein Insekt. Heißt der Ameisenwolf, weil er Ameisen isst, würde ich jetzt vermuten. Ja. Und er fängt die, indem der also seine Röhre hat. Und oben bildet sich ein Trichter. Das ist alles, was ich von dir... Genau, und dieser Trichter, das ist eben aus Sand, braucht wohl sandigen Boden. Wenn da eine Ameise reinkommt, kommt die nicht wieder raus, weil der Sand sie langsam nach unten transportieren wird. Also das ist alles, was ich weiß, weil man es hier sehen kann. Ich kenne den als Ameisenlöwe, aber es klingt besser wohl. Gut, vielleicht habe ich wieder Unrecht und es ist der Ameisenlöwe. Also es ist bestimmt der Ameisenlöwe. Ist wie bei fleischfressenden Pflanzen, ne? Die haben ja auch einen Trichter und dann kommen die auch nicht mehr raus. Ja, das kann ganz gut sein. Ja, super.
Also der Punkt ist ja der, wir haben der Pia heute auch nochmal was mitgebracht. Die Pia bekommt nämlich hier aus der Produktion schon ein fertig gebautes Wildbienenisthotel, also von der Duisburger Wildbienenhaus-Wohnungsbaugesellschaft. Und, für einen Balkon zum Beispiel? Oder wo macht man sowas hin? Genau. Und wir hatten das ja, als wir uns im Februar gesehen haben, und ich habe auch ganz viele von denen, also von den Bausätzen, versenden können. Ganz einige nette Leute haben dann schon auch von ihren Erfolgen mit Fotos berichtet. Das war super. Es gibt jetzt wieder welche, die wir auch abgeben können. Und hier hat man eben aber nur Angebote für 25% der Insekten. Ja. Die allermeisten Insekten nisten eben ganz woanders. Und das sind Angebote, die man noch schaffen muss. Mhm. So, und da müssen wir jetzt nochmal auf den da kommen. Genau. Ja. Du wolltest gerade was sagen. Entschuldigung. Ja, was anderes. Bei mir im Geschäft, wir haben hier so eine kleine Betonmanufaktur in Krefeld. Da habe ich so aus Beton mit Pigmenten von mir gefärbten Beton für Wildhummel-Hotels. Ah, ja. Also in ganz kleinen Form, weil Hummeln mögen ja keinen großen Raum. So ein Mäusenester, ne? Ja. Ja. Und das sind so Kugeln, die dann in Beton? Das sind Beton in, ich sag mal, rund, eckig. Die habe ich ganz viele Kunden, die stellen sich die einfach auf eine Fensterbank und die werden auch von den Hummeln echt angenommen. Ah ja, und das sind wirklich Hummeln? Sieht aus, wie Hummeln aus, vielleicht. Vielleicht so ein puscheliges Bienchen wie so eine Mauerbiene. Ja. Ja. Wir haben ja so, Literatur da. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz hier auf diesen Lehm zurückkommen. Ich habe ja. Ja, lauft euch doch nicht gegenseitig über den Haufen. Susanne, auf dem Foto sah das so aus, als wäre das irgendwie, ich sag jetzt mal, so eine Kiste gewesen, wo man das reingetan hat. Ich weiß nicht, Susanne oder Manfred, vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu erzählen. Die Kiste hat Susanne dann bestimmt eher gesehen. Also, ich glaube, das wird eben einfach so gemacht. Ich habe es selber noch nie gemacht. Ich habe mich da auch mangels Informationen noch nie richtig intensiv mit beschäftigt. Aber die Verena, die weiß, wie das geht. Hm. Und wir werden das so zusammenstellen, dass wir, also dass bei uns die Informationen unter anderem ja auch zu finden sind. Man findet die auch woanders. Aber es ist wohl eine. Wir sind in 4 Tagen wieder bei dir. Ah, wir sind in 4 Tagen alle wieder bei mir, nämlich dann in Duisburg. Dann habe ich das Pflegefach. Dann zeigst du mal deine verschiedenen. Dann zeige ich das. Genau. Und die Verena kann vielleicht dazukommen und wir zeigen mal, wie das geht und fassen die Informationen kurz und bündig zusammen. In 4 Tagen, nicht in 7 oder so? Wir sind am Montag da, am 30. Ist das Montag oder Dienstag? Nee, das sind 6 Tage dann. 6? Nee, 5. 5? Heute ist Dienstag, bis nächste Woche. Ja. Aber theoretisch Montag. Montag. Gut, das liegt dann daran, dass du irgendwie die Termine vorgegeben hast. Nein, das liegt daran, dass du da konntest. Dass wir am Wochenende nicht können, weil wir da was anderes machen. Ja, ich kann. Genau. Okay, gut. Ja, aber, ja, so. Okay, also zurück, vielleicht können wir das beim nächsten Mal dann schon direkt dann angucken. Ja. Manfred, du hattest jetzt gerade irgendwie schon gesagt, man muss es dann mit ein bisschen Sand noch mischen. Mit ein bisschen, ich weiß ja jetzt nicht bei diesem Bienenhotel, wie die Konsistenz sein muss. Mhm. Normalerweise, wenn ich das normal verarbeite, tue ich da jetzt gar nichts mehr da rein. Mhm. Das wird ein, ich sag mal, schöner, matschiger Putz und den putze ich sag mal, 3 mm, 4 mm an der Wand, wenn die Wand schon vorgeputzt ist. Aber das sind ja Naturstoffe, die kann ich natürlich, und ich mache das eigentlich immer ganz gerne, für ganz viele Sachen zweckentfremden. Ja. Mhm. Das heißt, da ist jetzt auch nicht irgendwas, irgendwelche Beistoffe dabei, die das, okay, man kann das essen, ich sehe schon. Oh. Der ist Pia, du hast ein Äquivalent gefunden. Demnächst dieser Mann ist auch, wo wir die Drohnen laufen und dann. Also da ist nichts drin. Ich hatte heute per Zufall, war einer vom Theater in Oberhausen, die haben sich einen Sack Baulehm geholt. Baulehm ist ganz fein gemahlener Lehm, weil die irgendwie im Oktober haben die eine Inszenierung, wo die Schauspieler dann in so ein Schlammbad. Ah, okay. Oh, das können wir dann auch noch bringen. Wenn Susanne, und sobald es wärmer ist, dann Susanne im Bade. Ich wäre für so, wer ist für Susanne im Bade? Ich bin nicht dafür. Andere gehen in der Apotheke und im Reformer und holen sich ägyptische Heilerde. Und die habe ich hier in 25 Kilo. Ja. Großartig. So, jetzt bin ich nochmal neugierig und muss Fragen stellen. Ihr habt vorhin gesagt, Löss darf man nicht aus der Natur entnehmen. Mhm. Wo kommt das daher?
Das wird hier in Viersen abgebaut. Okay. Das sind also freigegebene, ich sag mal, Abbaugebiete, ja, wo das eben abgebaut wird. Ah, okay, das heißt, da hat irgendwie eine Firma sozusagen ein, genau, ein Schürfrecht oder so, genau, Bergbau, keine Ahnung. Ja. Und, ah ja, okay. Und wenn man das jetzt bei dir in größerer oder kleinerer Portion erwerben möchte, kann man bei dir vorbeikommen oder verschickst du das? Oder? Also ich kann das verschicken. Ich habe natürlich immer ein paar Säcke immer da, immer irgendwie um die 15, 20 Sack. Die diversen Lehmbaustoffe. Mhm. Ne, aber ansonsten anrufen, wenn einer ganz viel haben will und ich das nicht da habe, kann ich rein theoretisch was bestellen. Man kann sich das dann in Viersen selber abholen. Mhm. Natürlich nicht in kleinen Mengen, nur in Großmengen. Ja. Aber Manfred, du hast mir heute Morgen am Telefon gesagt, du würdest das auch, das sind jetzt 25 Kilo, ich würde das man, dann, du würdest das in kleinere Einheiten abpacken und verschicken. Ich könnte das dann in dem Fall eben in kleinere Gebinde abpacken. Ja. Genau, also finde ich gut. Theoretisch gibt es das Zeug aber wahrscheinlich auch, ich sag mal, wenn ich jetzt in Berlin irgendwo in den nächsten Naturbaustoffladen reingehe, wenn ich da einen finde. Wird es mit Sicherheit auch geben. Okay. Also man kann regional suchen und kaufen. Ja. Das wäre ja bevorzugt. Susanne, weißt du denn schon, wie viel man von dem jetzt braucht für einen so einen Kasten? Also die Verena meint, dass sie das mit 2,5 Kilo gebaut habe. Ja. Und, ach, das ist ja überschaubar. Richtig. Dann braucht also, man ja tatsächlich nicht so einen 25-Kilo-Sack anschaffen. Also wenn man, wobei die man Pia dann natürlich eine schönere Größe wir brauchen immer kann, viel, ja? Wir kommen ja mit wenig nicht klar. Ne? So. Betriebsame Persönlichkeiten machen nicht wenig. Also wir haben verschiedene Projekte, wo wir das einsetzen können. Und wie gesagt, am Montag werde ich dann einmal über die neuen Erkenntnisse berichten, sodass das kompetent übernommen werden kann. Aber wir haben ja, also du musst da mal seinen Namen irgendwie abfilmen. Er hat nichts mitgebracht, ich habe ihn gebeten. Ich habe eine Visitenkarte. Okay. Aber. Und wir haben jetzt hier unser Brett dabei, dieses flabberige Teil. Gut, oh, wir, so, warte mal, eins nach dem anderen. Ja. Also Manfred, sag noch mal kurz hier, du bist vom Naturbau Niederrhein. Naturbau Niederrhein, da bin ich der Inhaber. Das mache ich jetzt seit 12 Jahren, habe ich dieses Geschäft. Ja. Und im ökologischen Bauen bin ich schon über 30 Jahre tätig. Ja, und jetzt muss ich hier schon wieder wir machen hier keine Werbung, sondern Susanne hat hier wieder jemanden rangeschafft. Wir kriegen kein Geld dafür. Also ich kriege kein Geld dafür. Und der verdient, wir haben schon wieder schlecht verhandelt. Ist, ja. Nein. Genau. So, aber wo wir gerade beim Geld sind, was kostet denn so ein Sack? Das habe ich noch vergessen. So ein 25 Kilo Sack liegt so bei 16 Euro. Oh. Ah, das ist ja total überschaubar. Also das heißt, auch wenn man jetzt mal eine kleinere Menge braucht, muss da natürlich irgendwie noch ein bisschen Handling dazu. Also man kann es jetzt wahrscheinlich nicht 1:1 runterrechnen. Ja. Aber das heißt, es ist unter 1 Euro pro Kilo. Vom Prinzip her, ja. Dann würde ich, glaube ich, lieber den 25-Kilo-Sack nehmen und einfach mehr Nisthilfen bauen. Ja, guck mal, was so eine Nisthilfe im üblichen Gartencenter kostet, ja, die nichts wert ist, außer dass man sie anzündet. Also der Brennwert ist da, ansonsten nichts. Also da ist es ja. geschenkt. Wirklich. Der Lars schreibt, er verwendet Mischungsverhältnis 1:1 oder vielleicht sogar noch etwas mehr Sand. Okay, und welchen Sand nimmt der Lars bitte? Sand. Welcher? Nein, es gibt unterschiedlichen Sand. Bitte hier, wir haben doch den Naturbauexperten dabei. Was sagt der Naturbauexperte? Also ich würde mit Sicherheit keinen zu grobkörnigen Sand nehmen. Ich sag mal einen Rheinsand oder sowas. Rein theoretisch, ich habe schon Kunden gehabt, die haben Spielsand genommen. Mhm. Den muss einfach jetzt nachts als Armierung. Ja. Also wenn man die Kindergärten den Sand plündern gehen. Oh, Pia, nein. Das nicht. Aber das heißt, Sand kriegt man auch einfach im Baustoffhandel. Da muss man jetzt keinen besonderen wahrscheinlich nehmen. Also gut, ein Rheinsand oder Spielkastensand. Vielleicht schreibt der Lars ja gleich noch, was er für einen Sand genommen hat. Was haben wir noch? So, jetzt Susanne Zettel. Jetzt will ich mit deine Zettel. Na gut. Also, erstens, Pia, habe ich dir mitgebracht wieder das Heft, das ich ja schon habe. Das kann man dann, weil wir ja Hummeln bestimmen. Halt's letztens konnten wir es ja nicht, weil wir das nicht. Das ist sehr genau. Wir gucken gleich nochmal an der Pflanze da hinten, ob wir die ein oder andere Hummel bestimmen können, falls noch eine rumfliegt. Ne? Ist irgendwie gerade schon wieder so kühl geworden. Ja, es ist kühl. Hier, Pia,
Also ich gebe das mal an die Pia weiter, hier das noch von der Deutschen Wildtierstiftung, nochmal zum Thema Hummel. So dann haben Hummel. Wir hier von dem... Aus Berlin, ja. Bei dem Mekum Verlag, die Hummelbestimmungskarte, das in Klein von Rolf Witt, eben auch ein Wildbienenexperten. Das hier ist ganz nett, fand ich irgendwie ganz süß. Und Bienenwissen. Ja, für zum Spazierengehen. Und ich gucke jetzt mal gerade, wo ich das hinlegen kann. Nee, halt einfach fest. Ich kann nee, das. Ich kann... mir ist so kalt, ich zitter schon. Ach so. Das halte ich mal fest. Ja, so, ruhige Hände und warm. Wir waren ja hier beim letzten Mal in der Staudengärtnerei. Und da ich gemeckert habe, dass ich den Weg hierhin so schlecht gefunden habe, hat die Susanne direkt Abhilfe geschaffen und eine Anfahrtsskizze gemacht. Man kann jetzt auf Pause drücken und dann hat man das. So, was muss ich noch zeigen? Duisburgsumt.de. Genau, Duisburgsumt.de. Du brauchst ein Klemmbrett, Susanne. Ja, ich weiß, ich hatte keins. Und dann habe ich noch von Kanzgarten, weil bei Kanzgarten und Duisburgsumt, hier unten sind von Kanzgarten ja auch E-Mail-Adresse. Wir haben alle Facebook-Accounts, also Staudengärtnerei, Kanzgarten und Duisburgsumt hat einen Facebook-Account. Da findet man Informationen und die Webseite mit den E-Mail-Adressen für Sehr den gut. Kontakt. So, der Lars schreibt, 2er bis 10er Korngröße, Rundkorn, Spielplatzsand geht super. Bitte kein Vogelsand, schreibt er. Okay, siehst du? Ja, ne? Ist super, zu fein. Nicht irgendwelcher. Ne. Und was hast du Wieder da noch? Was gelernt hier. Da noch? Ja, ich habe noch neue Heftchen gefunden. Die habe ich dir auch noch mitgebracht. Zum Beispiel dieses sehr, sehr schöne Nabu und Nayu Heft zu Insekten. Kriegt man eben kostenlos. Wenn man beim Nabu nett fragt, wahrscheinlich. Ja, es gibt Webseiten. Wir haben so eine Liste. Ja, sehr gut. Kann man anfragen, die Liste. Dann haben wir, weiß ich nicht, ob ich dir das schon mal gegeben habe, Pia. Das wird eben, kriegt man auch kostenfrei. Also die Länder tun durchaus was für unsere Umwelt. Also ich versuche es. Hat ja nicht genug getan. Ja, man muss nur wissen, dass es das gibt. Das ja, ist eben. Ja und verrückt. Es gibt eben eine Liste, die ist sehr improvisiert, aber da kann man dann mit ein bisschen weiterer Recherche, findet man diese Hefte. Ja. Hier für Kitas. Mhm, genau. Super. So, wenn ich diesmal dran denke, mache ich auch einen Link irgendwo hin, dass man das einfach finden kann. Und hier gibt es noch dieses Heft. Was ist denn NAJU? Naturschutzjugend. Genau. Aha. Und dann haben wir natürlich man hier noch... Man darf es auch lesen, wenn man älter ist, oder? Wofür machen wir das mit den Insekten? Damit die Fledermäuse was zu futtern haben. Deshalb machen wir das mit den Insekten. Schneller weiter, älter Peng. Also wenn du noch nicht Peng gemacht hast, dann darfst du das lesen. Na gut. Martin, genau. Du bist also, und gerade hier, ich weiß nicht, hattest 30? Du das schon? Na. Er ist 24. Schön wär's. Das wäre schön, genau. So. Ja, und ich glaube, den Rest kann ich dir jetzt mal so geben. Super. Ich glaube, das hast du aber schon. Du kannst es aber sicher weiter gebrauchen. Super, und danke dir. Aber auch nicht ich hab's auch gerne selbst Danke. Und jetzt Manfred, gar vielen Dank. Für den Manfred. Vielleicht möchte der Manfred die Doppelungen haben. Sollen wir ihr dem Manfred da, das hier mal geben? Ja. So. Noch irgendeine Frage an den... Experten. Genau. Ja, ich gucke gerade. Vielen Dank für das Kommen. Der Franz hat geschrieben, Löss ist agglomerierter Sahara-Staub oder akkumulierter. Vielleicht war es die Autokorrektur, keine Ahnung. Könnt ihr das bestätigen? Oder? Oh Gott, in der Geologie, Mama, Löss. Ja, ich weiß es auch nicht. Ganz fein geschlemmter, gewaschener Lehm, der sich ja dann irgendwann... Ja. Sammelt. Nicht alles Sahara, Sedimentablagerung, die eben an Flusstälern, glaube ich, auch vorkommen und so. Ne? Damit wir hier nichts Falsches sagen, machen wir die nächste Sendung aus einem Geologenhaushalt, der uns das dann vielleicht... Hast du einen Geologen in der Tasche? Na, wir können ja mal einen suchen. Wir suchen noch einen Geologen. Aber wir sehen uns ja am Montag dann bei mir in Duisburg. Nur, dass ihr beide jetzt wieder nach Duisburg fahrt. Ich werde an dem Nachmittag mein Pflegevolk abholen. Erst am Nachmittag, damit es da nicht so lange rumjault. Mhm. Und da erstellen wir die Begattungsableger. Jo, super. So, guck mal, wir haben noch eine Frage. Auch wieder um 19 Uhr oder welche Uhrzeit schlagt ihr vor? Das müssen wir, da muss ich gucken, was ich arbeiten muss und so. Das sehen wir dann. Martin muss noch arbeiten nebenher. So,
Haben wir, ich glaube, es gibt gerade keine Fragen zu Lehm oder sowas. Deswegen mache ich mal hier noch eine Frage zu den Bienen. Speedy75 schreibt, bei mir im Ableger haben die Mädels, scheinbar aus Zeitvertreib, bis die neue Kühe geschlüpft war, Dickwaben mit massenhaft Honig gebaut. Kann man die eventuell zurechtschnitzen? Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Können wir doch mal Susannes Dickwabe zeigen. Der hat nämlich extra für diese Frage eine Dickwabe erzeugt. Ja. Aber ich muss erstmal noch mal herzlichen Dank genau. an den Manfred sagen. Super, dass du gekommen bist. Gerne. Wir bleiben in Kontakt. Würde mich du bist freuen. Mein Lieferant und wirst mein Jungimker. Oder? Hast du noch 5 Minuten? Willst du gerade noch hier? Ich bleib hier. Okay. So, dann gucken wir uns jetzt die Dickwaben an. Alles gut. So. Hier war es, oder? Ja, ich glaube, hier und da beide. Die war schön. Die war schöner. Kannst ruhig hier hinten, wenn du willst, mitgucken. Oh, die ist doch schön. Ja, ich meine, das haben die schon wieder alles kräftig ausgebaut. Aha, ich habe einen Krumpelkram drunter. Und sie haben dann auch, ja, hier, die werden, ist nichts mehr dran, ne? Ja, aber die da sieht man doch super da drüben. Und die sind ja auch lieb, man kann das einfach jetzt mal ohne. Also ich habe die einfach offensichtlich viel zu spät erweitert. Und die haben kräftig hier ausgebaut und Wildbau gemacht. Sieht man das, Manfred? Ja, normalerweise sind die ja alle ganz glatt. Genau. Ne? Eigentlich sind sie so schön glatt. Mhm. Und wenn man aber den Fehler macht, die Waben ein bisschen auseinander zu rücken, dann das machen sie überall dick. Mehr Platz dazwischen. Genau. Mhm. Und hier, das ist ja ein Ableger, den die Susanne gemacht hat. Ist der schon in Eilage? Ja, ja. Dann legen sie los mit der Bauerei und dann sieht man, haben sie hier den Freiraum genutzt. Es ist ja nicht nötig, dass man einen Sheet oder sowas daneben macht. Dann machen sie den Wildbau nämlich unten drunter. Da will man auch nicht haben. Ist einfach ein bisschen zu spät ein neuer Platz gereicht, wo sie den vielen Honig, den sie hier gesammelt haben. Und das sind jetzt Honigwaben? Genau, oder? Lass uns doch mal probieren. Hm? Dürfen? Ja, klar. Ich möchte reintunken auch. Hier irgendwo. Hm. Lecker. Ah, bei Speedy hat gerade noch im Chat ergänzt, setz mal die Wabe noch mal kurz da rein. Da war ja eine Mittelwand. Genau, und die bei waren ihr? Ja, bei da ihr waren ist ja nur drei. Ne? Also zwischen den ersten drei, das ist ja meine Futterwabe. Ja. Und dann gab es eben eine Brutwabe und eine Mittelwand. Und dann ist da natürlicherweise ja noch Platz, so ein bisschen so wie hier. Ne? Ja. Also, ja, warte mal. Also, wenn wir hier uns mal die erste angucken. Mhm. Die ist ja jetzt auch etwas dicker gebaut, weil da halt die Mittelwand war. Genau. So, und da war, glaube ich, die Frage von Speedy, was man jetzt hier tun muss. Nicht füttern. Also dieses Volk nicht füttern. Oder nicht zu viel füttern. Weil also erstmal gar nicht füttern. So viel wie da drin ist, muss Susanne erstmal die nächsten 6 Wochen nicht füttern. Und ihr guckt halt, dass ihr immer so ein Pfund, wenn ihr einmal in der Woche guckt, dann reicht es, wenn ein Pfund Futter drin ist. Ein Pfund, wir haben euch ja hier schon genervt mit dem Achteln, wären 4 Achtel. Wenn die drin sind, dann reicht es bis nächste Woche. Wenn man jetzt natürlich weiter dauernd Futter reicht oder von draußen jede Menge dazukommt und man relativ spät Waben einhängt, dann füllen sie diese Zellen wieder. Aber wenn man jetzt erstmal nicht füttert, dann machen sie die leer und irgendwann ist es so leer, dass man tatsächlich entweder sie mit einem heiß gemachten Messer so ein bisschen wieder absäbeln kann oder man drückt halt die nächste Wabe so dran und dann verschwindet es auch wieder. Ja. Also was machst du denn jetzt mit dieser Wabe hier? Gar nichts. Gar erstmal nicht füttern 4 Wochen. Ja, klar, das macht man sondern nur bauen lassen und neue Wabe und dann machen sie das auch alles irgendwann wieder leer. Und dann würde ich dieses dicke Klumpding da hinten, wenn es halt da angekommen ist, dass du die letzte Wabe nicht mehr reinkriegst wegen dieser dicken Wurst, dann würde ich halt mal mit dem Messer das hier abschneiden. Ja. Heißt aber, die würden rein theoretisch immer weiter bauen, bis das hier ankommt? Ja. Ja, irgendwann hören sie, glaube ich, auf, es immer dicker zu machen, weil sie selber dann mit ihrem Körper gar nicht mehr richtig reinkommen. Aber tatsächlich kann das noch doppelt so dick sein. Und dann machen sie Waben unten drunter, die so runterhängen. Ja, also was sie hier gemacht haben, was ich eben entfernt habe, ist, dass sie so lang gebaut haben und dann war ja hier die Mittelwand und da haben sie sind sie reingegangen. Also ich habe solche großen Flächen rausgeholt. Das ging auch ratzfatz. Ich meine, diese Wabe hier, die ist jetzt eben in. Hier war eine Wabe, da war mir das untere Stück abgebrochen. Und dann habe ich da, guck siehst mal, wie die Brut das, drauf.
Ja, die ganzen Larven, Eier bis zum Rand, da ist ein bisschen Blütenpollen, wunderschön. Und die Wabe war mir hier abgebrochen, also durchgeschmolzen, habe ich die eben hier reingetan, weil ich gehofft habe, aber dann wurde unten frei gebaut. Ja, und genau. Sehr ordentlich, deine ja. Bienen, brav, Arbeiterin. Sind doch auch sehr nett, oder? Ja. Ich meine, wir haben jetzt überhaupt sind gar keinen... Sind ja auch Manfreds jetzt. Okay. Ja, genau. Ui. Manfred, möchtest du jetzt Bienen haben? Ja. Okay. So. Genau, der Pitt hat vorhin auch schon im Chat geschrieben, wir sollen Manfred direkt einen Ableger in die Hand drücken. Manfred, möchtest du einen Ableger? Also Speedys Frage bezog sich ja eben hauptsächlich hier auf diese Dickwabe sozusagen an der ersten Stelle. Und ich habe das bei mir auch schon häufiger gesehen, aber ich lasse das dann einfach so, Pia. Ja, also ich bin eher faul. Irgendwann ist es halt so weit verschwunden, dass man dann... höchstens noch, wenn es so ganz dick war, das werden sie nicht alles wieder selber abbauen, aber das ist dann irgendwann leer und dann säbelt man einmal einen Stock Meißel oder sowas und dann ist es ab, fertig. Ja. So, was haben wir da? Überall Eier? Oder? Ich habe heute, hab heute die Brille überall nicht auf. Eier. Wir gucken mal. Oh ja. Wunderschön. Und da haben wir einen Mann für dich. Den kann man anpacken, den Kerl. Der haut ab, pass auf. Er darf fliegen oder soll wieder hier sein? Männer dürfen grundsätzlich fliegen. Am besten sie... Ganz wichtig noch, der Lars korrigiert sich nochmal. Lieber 0 bis 2 oder 0 bis 4. Nicht 0 bis 10. 0 bis 2 bis 10. 0 bis 4. 0 bis 0 mm bis 2 mm Korngröße wahrscheinlich. Aha. Das können wir ja mal anheften oben. Ja, und also Susanne, du hast ja auch vor, das jetzt für nächste Mal vorzubereiten und dann sind wir bestimmt alle schlauer. Also ich meine, die Verena weiß, wie das geht. Sehr gut. Holen wir die auch noch hier ran? Oder? Ja, irgendwann haben wir sämtliche Bekannten von bekommen, aber konnte nicht, aber genau, die holen wir auch noch ran. Also schöne Grüße an die Verena. Die nächsten 6 Wochen keine Termine machen. Genau, richtig. Das werden in der Wohnungsbaugesellschaft für Wildbienen gebaut. Genau. Gut. Ja. So, und irgendeine der Sendungen im Juli, August oder so senden wir dann live vom Jungimker Manfred. Genau. Da können wir mal deinen Betrieb angucken, oder? Für diejenigen, denen es kalt ist, mach mal die. Willst du jetzt Bienen kuscheln? Gleich. Wir wärmen uns gerade. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Ja, wenn ihr erfriert, dann machen wir jetzt Feierabend, oder? Ja, ich weiß, es ist echt schattig. Ja. Pia, haben wir denn alles? Oder? Ich glaube, wir haben alles. So, Susanne ist noch kurz fasziniert von den warmen Bienen. Guck mal hier. Baukette. Nein, hier. Wahnsinn, ne? Genau, Susanne macht den Einsteigerkurs hier schon mal. Das ist doch gut. Wir machen hier die Anwerbung. dann machen wir Feierabend, sehr oder? Zahme Liebe zu sein, ne? Wie man in den Wald Feierabend. Hinein. Oh. Ja? Ja, ja. Ich bin so eine harmlose Samstag. So, jetzt. So, guck mal, ich will noch mal einmal kurz. Ich glaube, das ist seit langem die kürzeste Folge, die wir gemacht haben. Ich habe nämlich noch super viel zu tun heute Abend. Ich muss nämlich noch hier so ein paar Sammelbrutableger in Begattungsvölkchen aufteilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. War schön hier, Manfred. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Gerne, ja. Immer wieder. Wenn ihr den nächsten Termin hier mitkriegen wollt, wenn Susanne, Pia und ich es wieder schaffen, einen Zeitpunkt zu finden, dann müsst ihr hier abonnieren drücken und dann kommt eine Nachricht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haben wir alles, ne? Auf danke, Wiedersehen. Susanne, danke, Martin. Danke, Martin. Tschüss. Martin. Ja, Laura, tschüss.